Hallo Freunde der Blöcke und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neues von Yama und Metos. Ich freue mich, dass das Format bei euch so gut anzukommen scheint und möchte euch deswegen auch noch auf die Like- und Dislike-Button hinweisen. Da wäre es sehr hilfreich, wenn ihr da mal ein Like oder Dislike geben könntet, je nachdem, wie euch die Veränderungen in den verschiedenen Ausgaben gefallen. Da kann ich rausfinden, was euch gefällt und was nicht und so können wir dann eventuell unser neues Lieblingsformat gestalten. Außerdem wollte ich fragen, ob ich den Anhang, den ich in der letzten Ausgabe hinten rangehangen hatte, diese Dreiviertelstunde, nicht gelistet hochladen sollte und in die Videobeschreibung packen, also verlinken. Und ich möchte mich für das Thumbnail bei Boa A mit 2 Y bedanken, sieht echt schön aus. Aber auch da könnt ihr ja mal eure Meinung in Form von Like oder Dislike oder noch besser Kommentar dalassen. Wie ihr im Hintergrund seht, baut Metos gerade einen Raum aus. Das macht er schon relativ häufig im Pistenhaus Survival. Das wird ein Hasengarten für meine Häschen. Und Metos meinte zu mir, ich konnte leider nicht dabei sein diese Woche bei der Aufnahme, dass sie noch eine Überraschung für mich das nächste Mal hat. Ich werde mich zwischendurch bei den Projekten auch mal wieder melden. Und im Anschluss an diesen Pistenhaus-Spaß hier sehen wir Meduyacraft. Da bin ich mal wieder der Reporter. Allerdings wird nächste Woche sehr wahrscheinlich Duffy mal der Reporter sein. Also wünsche ich euch viel Spaß beim Zugucken und vielen Dank für eure Bewertung. Bis gleich. Wollen wir mal gucken, wo müssen wir denn hin? Jammer ist der Hemm. Jammer ist der Hemm. Da und da wollen wir hin. Und hier hat Yama alles mit Holz zugebaut, weil Yama Angst hat, dass er Monster reinkommt. Wir haben es überlebt, Und ich würde sagen, wir beenden die Folge damit. So, nach dieser wilden Flucht befinden wir uns hier jetzt wieder in einer neueren Version von diesem Magic Farm. Wie wir hier schon sehen, habe ich hier mal etwas übertrieben und die Farm mal etwas sehr viel weiter ausgebaut. Und, ich habe es hinbekommen, diese Farm zu automatisieren. Also ich bin gerade dabei, sie zu automatisieren, aber ich habe ein Gerät gefunden, was das für uns macht. Das ist die Farming Station von Ender.io. Dieser Farmer da, der hat nicht funktioniert, egal wie ich es probiert habe. So, dann sieht man schon, ich habe das hier etwas umgebaut. Wir haben nämlich eine neue Mod. Die fügt uns hier Energiebrücken hinzu. Damit können wir EU zu RF und umgedreht umwandeln. Und damit habe ich auch hier mit diesem Ding... Das ist jetzt sozusagen nur ein Puffer für die Nacht, wenn das Ding, dieses Solarpanel, ja, das große, nicht Energie erzeugen kann, weil die Sonne nicht scheint, wird hiermit Energie erzeugt. Das Ding wird automatisch gefüttert. Und hier in diesen vielen, vielen Akkus wird dann die Energie in EU gespeichert. So, und damit können wir dann hier eigentlich alles betreiben. Es ist auch nicht mehr schwer, jetzt Zeug zu reparieren und so weiter. Davon haben wir einfach die Energie. Und hier versuche ich dann halt die Farm komplett zu automatisieren, dass sie dann einfach in einer Ruhe das fertige Zeug reinschmeißt. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern. Hier im Haus hat Metos diesen Tisch da hinten entdeckt und damit unter anderem wieder die ganze Küche eingeräumt. Die Decke hier ist ganz. Und hier oben noch ein Stück, hat er auch den Dachboden eingerichtet. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Also, ich werde noch ein bisschen hier weiterbauen und dann gebe ich mal zurück ins Studio. Tschüss! So, und hier sind wir wieder in Project Ozone. Wie ihr im Hintergrund schon seht, bin ich einige Male hin und her geflogen zu diesem Pfeiler und wieder zurück, weil ich mein Portal aus Versehen versetzt habe. Allerdings haben wir auch wieder einige Chance Cubes geöffnet, aus denen unter anderem 2 Eier kamen, aus denen wir Minimis gemacht haben. Eins von mir, das ist voll niedlich, und eins von mir, das ist voll nicht niedlich. Und es gab ein weiteres Urbum, für das sich Metos extra aufgeopfert hat. Also viel Spaß bei der Zusammenstellung. So, ich werde mich an der Stelle auch gleich mal verabschieden. Bis zur nächsten Woche, wenn wir die Überraschung im Pistenhaus Survivor erleben, von der ich auch noch nicht weiß, was es sein wird. Und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss! No. Gib mir irgendwas Schönes! Chance Cube! Hey. Roosevelt Stick. Ja, Metos, was hat der für eine Verzauberung? Schärfe 5. Okay. Oh. Vortex. Um Himmels Willen. Okay. Oh, ja. Das war's? Wie, das war's? Das Portal ist weg. Das Portal ist aus. Hä? Okay. Mach. Und noch irgendwas, was existiert? I hope this thing is not near your base. Bruchstein. Hab ich ihn auch. Und viel Spaß. Ciao.
So, okay. Halt, warte, ich bin ein Nils von den Tagen. Ich auch. The Blood Moon is rising. Ja, toll. Und es passiert die Dinger. Okay. Okay. Ich Feigling bin zurückgespielt. So, nochmal. Ich hab Gerstensamen. Das ist super. Und Enderlily. Jo, ich hab 3 Stück. Oh Leute, nein, mach keinen Mist. Versperre nicht die Sicht. Oh nö, ich hab's Inventar wieder voller Fischrouten. Ist doch schön. Och nö. So, Duffy, los. Okay, ich bin jetzt mutig. Genau wie Metas. Metas geht ja auf Risiko. Da sperren wir nicht die Sicht. Tableflip. Ja, hatte ich schon mal. Ja. Oh, noch einer. Aber noch einer? Bitte. Egg. Was ist das denn? Ein goldenes Ei? Ach, goldenes Ei. Wo ist es denn? Ich hab's im Inventar, aber ich trau's mich nicht zu setzen. Warte mal, das da reparieren? Nee, ich glaube, das kannst du zum Craften für irgendwas verwenden. Nein, ich kann, aber man kann das Ding craften. So. Ich pflanze es mal. Kann man das irgendwie züchten? Dass wir hier ein bisschen Platz haben für den Zugang. Ach, das braucht Licht Level 2. Ja, das kann's haben. Nimm mal die Erde halt hier weg, mal. Es dreht sich. Metus! Hier spawnt was gleich! Metus! Ja! Da, ich brüt gerade dieses Ei da aus. Hoffentlich ist es nicht so wie Königin und König bei manchen Mods. Was? Königin, König? Ja, die sind ein bisschen tödlich mit 3 Köpfen. Oh oh. Gut, dass wir schweben können? Ja. Ich kann's nicht. Wie macht ihr das? Wir haben eine Rüstung, die das kann. Haut's die Blöcke uns gleich um die Ohren, oder? Vielleicht. Aber ich denke mal, wenn man das craften kann, da kann's ja nicht allzu dünnes sein, oder? Okay. Oh, ja, Mann. Ich hab ein Mini-Mi! Oh, ein kleines Jammer! Oh! Kann man das füttern? Flup! Ich brauch mal echt nicht zum Bauen. Darf ich? Warte, ja. Versperrt ja keiner den Eingang. Oh, ich kann die Konsole mal... jetzt kann ich sehen, was es für ein Achievement ist. Und es ist... Farm. Okay. Okay. Hast du irgendeinen Block bekommen oder was? Was hast du denn gekriegt? Wie craftet man die denn? Oh, die ist teuer. Die wäre ja sogar Meduja-Craft teuer. Okay. Brauchen wir Sugarcane-Samen? Es kommt noch einer, ne? Ja. Wie, noch einer? Leute, wartet auf mich. Zu spät. Echt jetzt? Was habt ihr gekriegt? Cannot summon object out of the world. Actual invisible ghast. Ich glaube zumindest. Und viel Spaß. Oh! Okay. Macht mir Angst. Nur ein bisschen. Okay. Au. Ja. Block. Okay. Ei. Oh, ich hab doch so einen Mini-Mi-Spawner. Ey, den will ich jetzt spawnen. Hä? Wieso hab ich den nicht eingesammelt? Ich hab den. Aber... Ich will den auch mal spawnen. Ich will auch ein Mini-Mi. Ich denk's? Nö. So. Hoffe ich. Vielleicht kann ich irgendwann diese blöde Quest fertig machen. Ey. Oh! Was passiert jetzt? Ach ja, das hebt ja Zeug in der Umgebung hoch und schmeißt es umher. Es wäre nicht gut, wenn ihr das jetzt wirklich auf der Insel gemacht habt.
Oh nö. Jammer was! Jammer was! Doch, Jammer, du hast gesagt, ich soll das hier machen. Ja, ich habe nicht gedacht, dass du es auch machst. Hoffentlich nimmt es nicht die Truhen von uns mit weg. Bam. Oh, okay. Wie hässlich. Dankeschön, habe ich auch verstanden.